Jetzt möchte ich Ihnen aber auch nochmal den Zylinder erklären. Dazu habe ich jetzt hier so einen amerikanischen Football mitgebracht. Ihr Auge ist jetzt also nicht wie gerade eben einer sphärischen, kugelförmigen Gestalt, sondern weist so einen Torus auf, eine unterschiedliche Krümmung in unterschiedlichen Richtungen. Diese Richtungen liegen immer 90 Grad zueinander. Das ist später wichtig für die Umrechnung, die wir brauchen, wenn Sie ein Rezept vom Augenarzt haben und wollen Ihre Werte auf das System einstellen. Ich kann nun also diesen Torus mit zwei Varianten beschreiben. Ich könnte einmal sagen, ich habe hier eine starke Krümmung und im Verhältnis dazu in der anderen Richtung eine schwache Krümmung. Andersrum könnte ich sagen, ich habe hier eine schwache Krümmung und dazu einen höheren Wert, eine stärkere Krümmung. Und daraus ergibt sich das, was Sie vielleicht kennen, zwei verschiedene Schreibweisen, die Sie in Ihrer Brillenverordnung haben. Und zwar einmal, dass der Zylinder mit einem Minus gekennzeichnet ist. Das heißt, von dem einen Meridian in dem anderen habe ich eine Abnahme, mehr Minuswert. Und im anderen Beispiel steht jetzt hier nichts davor, man kann sich also das Plus mathematisch denken, eine Pluswirkung. Die Gravuren auf dem System, die Sie hier oben sehen am Zylinder, also an der Einstellmöglichkeit des Zylinders, beziehen sich immer auf den Pluszylinder. Das heißt, wenn Sie nun so eine Stärke haben, es liegt vor, das Brillenrezept, und Sie sehen auf dem Brillenrezept hier beim Zylinder ein Minus, dann müssen Sie zu diesem Wert 90 Grad dazuzählen oder, wenn der Wert schon über 90 Grad ist, natürlich 90 Grad abziehen. Aber der in 90 Grad dazuliegende Wert ist die Achse, die ich hier hinten brauche für die Einstellung. Ganz wichtig. Der vordere Wert hier ist der sphärische Wert, den wir im Grunde mit dem vorderen Teil des Systems hier kompensieren werden.